Hallo liebe Community von wiezauber.de, hier ist wieder der Daniel und ihr wisst ja schon bestimmt darüber Bescheid, dass heute Swords and Soldiers von Wonimo Games heute im WeShop-Kanal veröffentlicht wurde. Das Team war unter anderem zuständig auch für Deblob. Was bis jetzt für die Wii erschienen ist, eine DS-Fassung soll auch schon in Entwicklung sein, aber bisher ist darüber noch nichts weiteres bekannt. Nun gibt es aber heute das erste WiiWare-Download-Projekt, was als allererstes bei uns in Europa veröffentlicht wurde. Und wir präsentieren euch heute mal das Spiel. Natürlich nicht nur den Singleplayer-Kampagnen-Modus, der laut Entwickler für gute 6 Stunden unterhalten soll, nein, auch den Zwei-Spieler-Multiplayer-Modus, den werde ich mit einem Freund ausführlich testen und das halten wir alles auf Video fest. Und lasst euch überraschen, was in den kommenden Tagen hier auf YouTube abgehen wird. Ich selbst bin schon ein riesiger Fan davon, die 10 Euro sind es definitiv wert. Und Wonimo Games hat da sehr gute Arbeit geleistet. Seid gespannt auf die folgenden Videos. WiiTower.de, PocketTower.de. Stay tuned. So, wie schon angekündigt, jetzt hier im Menü von Swords and Soldiers. Wir präsentieren euch erstmal den Einzelspielermodus. Da gibt es unter anderem den Feldzug, das ist der Story-Modus, die Plänke. Da zockt ihr gegeneinander, könnt euch dann alles aussuchen. Die Prüfungen, die werden nach und nach im Story-Modus freigeschaltet und halt die Erfolge. Das sind insgesamt 25 Stück. Wenn ihr die alle freischaltet, bekommt ihr laut Entwickler einen bestimmten Code, der für irgendwas gut ist. Wir zeigen euch erstmal eine Runde aus dem Feldzug. Anfangs habt ihr halt nur die Wikinger zur Auswahl und wenn ihr die durch habt, werden dann wahrscheinlich die Azteken und Chinesen freigeschaltet. Und hier ist dann die Karte, das verfolgt dann natürlich eine ganze Story. Und momentan halt hier Punkt 8, das sind keine Kartoffeln. Das wird dann mit einer schicken Story hinterlegt. So, meine Aufgabe ist es jetzt, das Aztekenlager zu vernichten. Mal schauen, ob ich es schaffen werde. So, und hier habt ihr dann eine Auswahl, halt was ihr entwickeln wollt, zum Beispiel der Bärdecker. Der wird dann im Hintergrund entwickelt sozusagen und sobald er dann fertig ist, erscheint dann wie die anderen beiden hier in groß. Das hier ist jeweils eure Anzeige, Gold und für Mana, also für Zauberkräfte. Die werden wir euch später noch zeigen. Türme könnt ihr auch erbauen. Und hin und wieder wird das Spiel da mal durch Videosequenzen bzw. kurze Comic-Strips dann fortgesetzt. So, der Typ hier von den Azteken hat jetzt mal eben so die ganzen Toten erweckt. Jetzt habe ich natürlich noch ein großes Problem. Und mal schauen, was ich hier alles so machen muss. Und eure Angreifer attackieren automatisch. Und wenn man sich welche dann unter Beschuss genommen von massig Untoten. Dann habt ihr natürlich auch noch Heilzauber, die natürlich aber nur bei Personen funktionieren. Ja,
das alles produzieren zu können, braucht ihr ordentlich Holz. Das wird jetzt zumindest hier bei den Siedlern geschaut. Sammelt Holz, davon werden maximal 10 Stück sein. Mehr ist leider nicht möglich. Wie ihr seht, geht hier schon gnadenlos runter. Scheiter ist hier hervorragend. Ja, es ist halt nicht leicht als Wikinger. Ja, und dann, egal ob ihr gewonnen oder verloren habt, wird euch halt die Spielzeit angezeigt, wie viel Gold ihr abgebaut habt. Natürlich hat der Gegner mehr, ist ja klar. Ja, was gibt's noch? Dann die Arbeiter, Kriegeranzahl, wie viele Türme ihr gebaut habt. Und natürlich die Zauber, die ihr benutzt habt. Erledigte Gegner werden am Ende auch noch angezeigt. Und dann wird die Story natürlich nur, wenn ihr gewonnen habt, fortgeführt. Laut Entwickler soll euch gut versucht 6 Stunden unterhalten im Story-Modus. Gemeint ist wahrscheinlich damit alle 3 Völker. Und jetzt zeigen wir euch mal den Multiplayer-Modus.